Meine Eltern sind im Herbst 1932 von der Sedanstraße, heutigen Leberstraße, nach Frienau gezogen, in der Hertelstraße 1. Dieser Umzug war Anlass, dass ich von Genossen der Kommunistischen Partei politisches Material bekommen habe zur Aufbewahrung. Schon Ende 32, weil irgendwie zu erkennen war, die Nationalsozialisten kommen an die Macht. Das war ein Umfang von, weiß ich, ein Koffer 40 mal 20 mal 80 voller politisches Material. Waren Flugblätter, Abzeichen, Ausweise und ähnliches. Das habe ich, ohne zu wissen, konkret welchen Inhalt dieser Koffer hat, zur Aufbewahrung bekommen, gleichzeitig mit der Auflage, mich in Friedenau nicht politisch zu betätigen. So, dieses Material habe ich auf einem Nachbarboden unseres Bodens versteckt. Zugang zu dem Material hatte ich von unserem eigenen Boden und der Nachbarboden, der hatte da so viel gerümpelt, der wusste nichts, dass da was stand. Dann erfolgte bei meinen Eltern eine Haussuchung. Die Haussuchung galt eigentlich meinem Vater, der von einem Nationalsozialisten angeschwärzt worden war, verraten worden war, und der Nationalsozialist wollte also eine persönliche Rache gegenüber meinem Vater üben. Der kannte den aus Schöneberg jahrelang und die hatten viel politische Auseinandersetzungen, und der war schon frühzeitig, etwa 31, zu den Nationalsozialisten übergegangen. Und nun, wo die Machtergreifung war, ist er hingegangen zu seinen SA-Leuten, hat gesagt, da wohnt ein oller Kommunist, da machen wir eine Haussuchung. Ich muss noch erwähnen, mein Vater war nicht parteipolitisch organisiert. Und so erfolgte bei uns eine Haussuchung. Im Ergebnis der Haussuchung wurde dieses Material gefunden auf dem Boden. Und nun ging es, wem gehörte das? Mein Vater wusste von dem Material nichts. Ich hatte noch einen Bruder, anderthalb Jahre älter als ich, der wusste auch nichts davon. So wurden mein Vater, mein Bruder und ich verhaftet, mussten zum Polizeirevier und wurden von dort, von der SA, zur Albertstraße. Das ist eine Querstraße der Hauptstraße in der Nähe des Kaiser-Wilhelm-Platz. Da war ein, man nannte es die Rote Villa, weil es roter Backsteinbau war. Da war eine Dienststelle der Nationalsozialisten, also für Schöneberg, Friedenau. Da wurden wir alle drei hingebracht. Und nun ging es darum, wem gehört das Material? Mein Vater, der wusste nichts. Ich habe gesagt, ja, ich weiß auch nicht, wie das hingekommen ist. Mein Bruder, der wusste ja sowieso nichts. Also, und da wurden wir da mehrfach verhört in Verbindung mit Prügeleien. Die Prügeleien sahen so aus, etwa alle Stunde neu auf dem Zwischenprotest zwischen der ersten und zweiten Etage. Da mussten wir uns hinstellen, die SA stand eine halbe Treppe höher. Und wenn man also... Die ersten Fragen waren immer, wem kannten Sie, wer waren Kommunisten, also Sie wollten alles erfahren. Und dann ging es aber immer konkret, wo habt ihr das Material her? Bei den Verhören wurden mein Vater, mein Bruder und natürlich auch ich natürlich blutig geschlagen und so weiter. Das habe ich 24 Stunden mitgemacht und dabei eben immer überlegt, was machst du nur, wie redest du dich raus? Und habe dann als erstes die Schuld auf mich genommen, habe gesagt, das Material habe ich dort versteckt. Mein Vater und mein Bruder wissen nichts davon. Am zweiten Tag in der Albertstraße wurde daraufhin mein Vater und mein Bruder freigelassen. Dann ging es also darum, immer zu erzählen, wo ich das Material her habe. Ich habe nur gesagt, ich kannte den nicht, der hat mir das Material gegeben.
Ich habe die genommen, weil es ja so interessant war, diese vielen Ausweise, diese vielen Abzeichen, insbesondere Abzeichen natürlich der Nationalsozialisten. Dann waren also auch Uniformstücke, Armbinden dabei und das hat mir gefallen und darum habe ich das genommen. Naja, das hat man also natürlich nicht so ohne weiteres geglaubt und trotz aller Prügelstrafe, ich bin bei dieser Aussage geblieben. In der Albertstraße muss ich noch erwähnen, neben diesen Prügeleien durch die SA war dort also noch eine Betreuung von Frauen und ich war damals noch immer 17 Jahre, ich war nicht besonders groß und nun also recht blutig geschlagen habe, dort Mitleid bei den Frauen erregt. Und die haben mir zu essen, zu trinken gegeben, haben also auch meine blutenden Wunden gepflegt und betreut. Nach zwei Tagen erfolgte von der Albertstraße, das Haus war inzwischen voller Verhafteten, ein Abtransport nach hier. Das war am Abend des zweiten Tages mit etwa 30 Verhafteten wurden wir hier in der Papestraße hier vor diesem Gebäude ausgeladen. Und hier sollten also die Verhöre weitergehen. Und wir wurden natürlich runtergeprügelt vom Lastwagen in einzelne Keller untergebracht und dort war absolutes Schweigeverbot. Und da hat man sich so rumgehört, wie geht es dann hier so zu. Die Verständigung war sehr schwierig, weil an der Innentür und an der Außentür stand jeweils also ein SA-Posten als Wache und hat dafür gesorgt, dass die Inhaftierten sich nicht unterhalten konnten. Aber leise haben wir doch geflüstert, jedenfalls hat man dann so erzählt, wir mussten dann eine halbe Treppe hoch und das Verhör, da sitzen dann hohe Nazi-SA-Leute und die haben dann Akten vor sich und das von den verhafteten Stellen und von der Polizei, das haben die alles da vor sich liegen und da erfolgt dann der Verhör.